Wenn dein Partner nachts schnarcht oder vielleicht sogar auch Atemaussetzer hat, dann ist für dich die Nacht auch eine Hölle. Ob das auch gesundheitliche Folgeschäden nach sich zieht, frage ich Dr. Elio Adler, Spezialist für zahnärztliche Schlafmedizin. Die Folge von Schnarchen und Schlafapnoe ist, dass der Körper sich nachts nicht richtig erholen kann. Das heißt, der Cortisolspiegel zum Beispiel bleibt hoch, abnehmen wird schwer. Man bekommt leicht Depressionen, es kommt zum Libidoverlust, also insgesamt ein Teufelskreis, der zu schlechtem Schlafen führt und durch schlechtes Schlafen verursacht wird. Welche Krankheiten treten denn infolge des Schnarchens und infolge von Atemaussetzern auf? Hauptrisiko ist, dass das Herz anfängt, verstärkt zu schlagen, wenn dem Körper Sauerstoff fehlt. Das heißt, in dem Moment, wo nicht genug Sauerstoff im Blut schwimmt, leistet das Herz extra Arbeit. Gefahr ist, dass Herzmuskelzellen geschädigt werden und ein Herzinfarkt folgen kann. Das Zweite ist, normalerweise fällt der Blutdruck nachts ab. Durch diese Sauerstoffschwankungen tanzt der Blutdruck auch und das Gefäßsystem wird belastet. Folge ist, dass Hochdruck und Schlaganfallrisiko massiv ansteigen. Darum ist eben Schnarchen, wenn es mit Sauerstoffentsättigungen einhergeht, wirklich gefährlich. Und was kann man jetzt gegen das Schnarchen und die Atemaussetzer tun? Die Therapie des Schnarchens ist abhängig davon, was bei der Diagnostik rauskommt. Also erster Schritt ist, zum Spezialisten gehen, sich untersuchen lassen. Woran liegt das Schnarchen wirklich? Daraus ergibt sich eine Therapie. Das kann im Extremfall die Druckmaske sein, die mittels Atemschlauch und Kompressor per Überdruck die Luftwege freihält. Das kann eine chirurgische HNO-Maßnahme sein, wo das weggeschnitten wird, was im Weg ist. Das aber bitte nur, wenn klar ist, welche Struktur im Weg ist. Das Dritte kann eine zahnärztliche Therapie sein. Spezialisierte Zahnärzte können Schienen anfertigen, welche den Unterkiefer nach vorne ziehen, denn die Zunge ist oft das Hindernis, was im Atemweg liegt. Und wenn die Schiene den Kiefer nach vorne zieht, kommt die Zunge aus dem Atemweg raus und der Luftweg bleibt frei.